Hallo Leute zusammen und schön, dass ihr dabei seid zu einer weiteren Folge von Let's Play Total War Arena mit meinen Kompanen Lord und Hallo. Gaius. Salve. Ja, machen wir weiter, wo wir aufgehört haben? Verlieren oder? Nein, da muss mal wieder ein Sieg her. Dieses Mal haben wir uns auch anders aufgestellt als im letzten Video. Ich habe jetzt mir mal hier zwei Katapulte geholt. Lord hat wie viele Bogenschützen dabei? 2 Stück. Und Ronny hat aber weiterhin seine Schwertkämpfer, oder? Richtig. Gut, dann gehen wir mal auf bereit. Dann wollen wir mal. Was getan werden muss. Nicht, dass du schon wieder so eine Klatsche bekommst. Ja. Ja, es kommt jetzt ganz auf die Karte an, weil bei Katapulten brauchst du halt echt eine gute Karte, wo du die aufstellen kannst. Also da gibt es Karten, da machen die überhaupt keinen Sinn, da kannst du ganz schnell überrannt werden oder du hast keine Reichweite. Und es gibt richtig, richtig gute Karten, also mal gucken, was kommt. Vielleicht kommt ja auch eine neue Karte, die wir alle nicht kennen, aber ich glaube es nicht. Dafür haben wir noch zu niedrige Stufen für nochmal eine neue Karte. Naja, was haltet ihr denn davon, dass wir gleich... Oh, der Hadrianswall! Okay, ja, ich habe keine Ahnung, wo ich die Katapulte aufstellen kann. Den Hadrianswall habe ich, glaube ich, nur einmal gespielt bisher. Aber so, da habe ich, glaube ich, ein Video von dir gesehen, Corny, oder? Ja, ich habe da einmal gespielt drauf. Ja, da hast du... War das nicht mit diesem besonderen Kavallerie-Angriff? Oder kann sein, ja. Ich glaube, ich habe Amelius gespielt damals. Es war diese Open Beta noch. Nee, Open Alpha. Du hast da so eine besondere Taktik gemacht, das weiß ich noch genau, das Video. So, ja, schauen wir mal. Vor allem von welcher Seite wir angreifen. Vor allem, wo ich mich dann positionieren kann. Ich habe keine Ahnung. Weil wir haben hier nicht so, Berge, glaube ich. Das heißt, ich muss doch, auf der Festung da oben. Da geht's. Aber die Frage ist die Reichweite dann groß genug? Das ist die Frage. Also du kannst auf jeden Fall ins gegnerische Lager reinschießen. Die Frage ist auch, von welcher Seite wir... Ja, das ist die Frage jetzt. ...starten, ne? Zu welchen Berg meinst du? Lass mal schauen. Schau mal. Links oder rechts? Wenn, dann würde ich den mit dem Aussicht... Ach, sie haben beide einen Aussichtspunkt, ne? Richtig, beide haben's. Ja, dann beides gut. Ach so, das heißt entweder die rechte oder linke Seite, je nachdem, wo wir sind, mit dem Aussichtspunkt. Genau. Aber du musst mal halt erstmal in die Nähe kommen. Okay, wir schauen mal. Wo ist er? Links. Oder links? Okay, links. Ich gehe auf die 2. Ich gehe auf die 1. Da gehe ich auf die 3. Perfekt. Perfekt. Dann schaue ich, dass ich mich da schnell hochbegebe und dann die Katapulte aufstelle. Es kann aber sein, dass der Feind da direkt da ist. Also wird eng. Wird eng. Könnte sein, dass die Katapulte direkt vernichtet werden, bevor sie aufgestellt sind. Ja gut, Cordy pusht einfach hoch. Ja, ja. Ihr müsst unbedingt hochpushen, auch du, Lord. Ich werde dann unbedingt dort die ganzen Positionen aufbauen, ja. Also die Fehlungen würden schon ordentlich helfen. Ja, ich hoffe, dass wir es hinbekommen. Nehmt das feindliche Lager ein. Also wir sind ja ein Stückchen entfernt dort. Das Einzige, was jetzt hier schnell genug sein könnte, wäre Kavallerie. Und es dauert ein bisschen. Bin ich ja da. Soll ich dann über den Wald so schießen am besten, oder? Ja. Genau. Ich vielleicht schon genau hier irgendwie reinstellen oder so. Dann haben wir die ganze Zeit, ne? Den Watchtower, ja. Das stimmt. Dann kann ich davor du die Einfühlung machen. Ich glaube, das wäre besser, wenn du das machst fast. Weil du schneller bist. So, sieht noch ganz gut aus hier. Oder kommt was? Kommt Feinde. Was? Da kommen Feinde. Da kommen Feinde. Aber es sind nicht viele bis jetzt. Ah, ein Gegner, so wie es aussieht. Oh, jetzt kommen mehr. Da kommt richtig viel, Leute. Oh, pass auf deine Katapulte auf, Gaius. Ah, nein. Ja, ganz ich komme. Gut. Laufen. Ja, hat nichts gebracht. Zieh die Artillerie schnell raus. Ja. Ich versuch's. Haltet die Frontallinie dort, ich versuche die Schwertkämpfe auszuschalten, ja. Achtung, hier kommt ganz viel, die ne? Jux. Ja. Geil, ja. Kannst du dann mal fahren? Oh, shit. Versuch's. Ja. Oh, shit. So viel zu meiner Artillerie. Ach du Scheiße, die Fernkämpfer kommen jetzt oben und greifen uns den Rücken an, ja? Passt auf. Ja, unsere Fernkämpfer werden hier gerade weggetrieben. Ich sehe es, ich habe den einen Schwertkämpfer gekriegt und der wankt auch schon. Boah, ich werde von Obliten hier ordentlich nass gemacht. Bei mir werden meine Obliten leider nass gemacht. Konzentriert euer Feuer! Ja,
Ja, meine eine Einheit ist vernichtet. So, einen schönen Charge rein. Pang. Die sind weg. Also, mir gehen die Leute jetzt aus, weil ich komplett alleine bin. Ja, ich werde weiterhin verfolgt. Unser Lager wird angegriffen. Alter, wir werden schon wieder weggenatzt hier. Oh. Da wollten vielleicht noch ein paar andere Watchtower haben, glaube ich. Was passiert denn hier? Das war echt. Warum bewegen die sich nicht? Großer Fail. So, ich komme mal wieder hoch hier, meine Einbuch ist eh tot. Ja, ich bin wieder down. Meine Einheiten haben sich gerade nicht bewegt und ich weiß nicht wieso. Also ich habe mal einen Katapult aufgestellt. Ist natürlich nicht so die beste Station hier. Ja, nicht wirklich, ja. Aber ich bin gleich down. Ja, eben deswegen dachte ich, ich schieß trotzdem jetzt mal. Schieß einfach rein da, wenn du was triffst. Ja, ich versuch's. Okay, das war schon mal schlecht. Ah, das ist blöd, da ist der Berg halt so ein bisschen im Weg. Ja. Feiglinge, die Männer fliehen! So, meine Männer sind weg. Bin raus. Die Männer fliehen! Ach, jetzt schieß ich. Ja, jetzt habe ich richtig getroffen. Oh, die Speere schmeißen. Oh, tut das weh. Der Tod ist da! Ja. Frag mich gerade, wo ich mich am besten hier nochmal aufstellen sollte. Ich muss jetzt auch leider fliehen. Ja, ich sehe es. Keine Chance. Das Ding ist verloren. Also, boah, das war knapp daneben. Ja, das ist. Das ist total verloren, die Schlacht. Ich frage mich, was wir hätten besser machen können. Es war ja eigentlich. Jawohl, jetzt habe ich mal einen richtigen Treffer gehabt. Die Hälfte seiner Einheiten vernichtet. Naja, ein Drittel. Den wollen wir nicht übertreiben. Oh, deine Artillerie ist down. Ja, ich sehe es gerade. Oh! Ah, knapp daneben geschossen. Kommt. Schießt. Schießt. Noch einen Schuss bitte. Ich will nur einen Schuss. Komm schon. Schießt. Daneben. Oh Gott, wo schießt der hin? Okay, ich hab das eigentlich anders gemacht. Na gut. Okay, jetzt sind sie down. Jetzt sind sie down. Und die andere Artillerie wird hier gerade auch verfolgt. Deine Infanterie ist einfach schneller als meine Bogenschützen. Was soll das denn? Ich glaube, das war mal das Fail-Video des Jahrhunderts. Lauf! Und dabei kämpfen wir jetzt eigentlich fast so gegen Tier-3-Einheiten. Schon mal aufgefallen? Ja, hätten wir jetzt ganz normal, vielleicht hätte ich meine Schwertkämpfer noch gehabt. Ärgerlich. Hätten wir das Ding da oben locker gewonnen, aber naja, gut. Aber man weiß halt nie, was für eine Karte kommt. Ja, das ist das Gemeine daran, aber da gibt es bessere Karten, also die ist hier nicht so gut geeignet, würde ich behaupten. Ah, hier sind noch Schwertkämpfer. Achso, die Schwertkämpfer, oh Gott. Ich hab mich gefragt, Feinde. Warum man barbarische Schwertkämpfer spielt, wenn es römische Einheiten gibt, aber alte, die sind so schnell. Ja. Die holen einfach, die outrunnen meine Bogenschützen. Verbündete Einheiten fliehen! Was haltet ihr denn davon, wenn wir gleich mal vielleicht niedriges Tier spielen, so Tier 2 oder so? Also gegen KI oder wie? Nee. Achso, kann man das nur gegen KI? Ja, eben. Ab Tier 3 kannst du gegen andere spielen. Das ist bitter. Ach, die haben sich auf die Mauern raufgestellt. Oh. Da wird doch aus dem eigenen Lord rausgeschoben. Aufgebaut. Da kommt ein Schuss. Naja, ich glaube, einen Schuss schaffe ich nicht mehr, oder? Die verlassen gerade alle ihr Lager. Auch geil. Aber die schießen halt voll daneben, irgendwie. Ich glaube, die können irgendwie seltsamerweise, wenn es um nahe Ziele geht, weniger gut treffen, wie wenn es um ferne Ziele geht. Ist sehr seltsam. So, jetzt wurden wir komplett vernichtet, schon wieder. Aber wir haben noch eine Chance auf eine weitere Schlacht. Schnell, oder? Diesmal schnell. Ja, komplett. Da würde sich direkt eine zweite Schlacht bauen. Los, hauen wir gleich hinterher. Der nächste dieser Lage hier. Am besten ohne Katapulte los. Wahrscheinlich wieder. Wahrscheinlich kommt jetzt eine Karte, wo Katapulte richtig gut richtig, werden. Richtig, richtig. Sowas wie kapitolinische Hügel oder so. Ja. Oder auch, ich glaube Salernum war auch ganz gut geeignet. Ja, genau. Du brauchst eine relativ große Karte eigentlich, wo der Feind nicht direkt in der Nähe ist. Aber was ist eure Meinung? Katapulte oder keine Katapulte? Ich bin für Katapulte und wir probieren vielleicht mal eine defensivere Stellung, weil das wäre jetzt eine offensive Katapultstellung. Ja. Das ist vielleicht so ein bisschen... Ja, schwierig. Gut, dann probieren wir es einfach nochmal aus. Gut, wir können ja auch in den nächsten Folgen zusammen uns hochleveln mit den ganzen Low-Tier-Generälen gegen die KI. Kann man ja auch machen. Ist zwar nicht ganz so spannend, aber fällt mir ja gerade ein. Ja, ich würd auch gerne mal irgendwie was anderes spielen, außer meine Griechen. Ich habe jetzt gerade nur Leonidas. Ist auch ein bisschen langweilig. Irgendwann, aber jetzt machen wir nochmal hier zu Ende. Gut, gut. Dann auf ein ist Gaius immer noch nicht aufgelevelt? Ich tue, was nee. Getan wird. Weil wir brauchen einen Sieg, dann wäre es glaube ich kein Problem. Weil ich meine, was habe ich jetzt bekämpft? Mit den Katapulten habe ich glaube ich einmal richtig getroffen.
Das war's. Yeah, immerhin einmal. Meine Schwertkämpfer wurden fertig gemacht. Ja, die Katapulte können aber richtig gut reinhauen. Also ich habe das schon erlebt. Aber leider, das ist echt so eine 50-50-Chance irgendwie. Also ich habe es in der Schlacht davor leider am eigenen Leib erlebt, dass sie richtig gut reinhauen können. Ja. Also die haben Potenzial ja. Natürlich. Gut, und ich beherrsche sie vielleicht auch noch nicht so gut, muss ich auch dazu sagen. Nicht so ganz einfach bedienen. Schießt man eigentlich selbst mit denen oder musst du den Angriffsbefehl einfach nur geben? Also es gibt, glaube ich, einen automatischen, aber mir wurde, also ich habe das mal geschaut, irgendjemand, der das besser konnte, hat gemeint, das soll man auf keinen Fall machen, man soll immer manuell schießen. Deswegen schieße ich auch immer manuell damit. Also du gehst quasi ins Fadenkreuz rein und schießt selber. Oh, Oase. Ja, aber wo stellen wir da die Katapulte auf? Ja, das ist so eine der schlechtesten Karten überhaupt für Katapulte. Ja, im eigenen Lager am besten, oder? Fast schon. Weil wir waren nah beim Feind, glaube ich, beim letzten Mal, oder? Ja. Ja, sehr nah. Wir waren direkt. Aber wir können ja jetzt, wir können ja das Wissen ausnutzen und diesmal einfach in das Feld prophylaktisch reinschießen. Ja, aber deswegen schaue ich mal, dass ich eine Position habe, eher bei unserem Lager, eher da hinten. Also irgendwo. Die Map ist dahingegen ziemlich schlecht, weil Cordy hatte ja letztes Mal schon gesagt, hinter diesem Bogen kann man sich hier hinter der Artillerie verstecken. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist ein Problem. Ich kann nicht über den Bogen schießen wahrscheinlich. Aber ich schaue, dass ich mich rechts positioniere, mal gucken, ob das klappt oder links, je nachdem auf welcher Seite der Karte. Eher auf der Oase oder auf den Hügeln? Neben den Lagern ist ja rechts und links immer so ein Hügel. Also auf der Landseite, nicht auf der Wasserseite. Ja, kann man da drauf gehen oder ist es vielleicht unbegehbar? Ich glaube, da kann man, also so ein kleiner Hügel. Ah, ich weiß, was du meinst, der kleine Hügel. Ja, der wäre ganz gut. Richtig. Da würde ich probieren hinzukommen. Dann probieren wir es mir nur gleich auf der Minimap anschauen. Wir haben übrigens sehr viel Stufe 5 Einheiten bei uns im Team. Ah, toll. Und einmal 6. Stufe 6. Das heißt, der Feind hat wahrscheinlich noch mehr Stufe 6. Also wir sind wieder mal unterlegen. Aber wir haben Steinschleuderer. Wir haben Steinschleuderer dabei. Yay. Ja, die habe ich auch, als auf Steam war, habe ich die relativ viel gespielt, weil die haben eine geile Range. So, wo wollen wir jetzt hin? Okay, da. Wo muss ich hin? 9. 9, okay. Gut, dann läufst du gleich zurück. Hier hin. Wohin? Da war mal an. Ah, hier, okay. Ah, okay, gut. Alles dann klar. Dann komme ich mal gleich zurück. Dann komme ich mal gleich zurück. Ich bin gerade auf der 5, ja. Okay. Ja, da kommst du ja auch hin, denke ich. Genau, dann kann ich auf die rechte Seite auf jeden Fall schießen. Da ist nämlich Platz dann, ja. Ich hoffe, meine Reichweite ist hoch genug. Das weiß ich jetzt leider nicht genau, wie hoch sie ist. Oh, das wäre wichtig, ja. Ja. Also sonst sind wir halt eine Defensive, ne? Ja. Wir werden uns da einfehlen. Wird schon. Genau. Wisst ihr was? Ich werde mal Fehler in diesem kleinen Getreidefeld, also in diesem kleinen Feldchen da drin verstecken. Das habe ich schon mal gemacht. Das ist eine ultra geile Taktik. Aber ich sehe gerade, auch auf der rechten Seite ist ja so ein riesen Steinding, ne? Also das wird echt lustig mit Artillerie, also mit Katapulten. Wir müssen die Feinde einfach zu uns kommen lassen. Das Problem ist, das wissen die Verbündeten meistens nicht. Leute, ich stell mal hier drüben Artillerie hin, ja? Ich Artillerie, ist meine Empfehlung. Fehler. In dieses Kannst Feld rein. Ja. Auch was hin tun? Habe ich einen Strich? Ja, kann ich machen. Aber hat Gaius nicht auch noch Fehlungen? Ja, ich habe auch noch Pfähle. Ja, dann mach mal da ungefähr, wo du jetzt stehst. Warte, ja genau, da wo ich stehe, wollte ich auch einen kleinen Moment. Ich baue erst die Katapulte auf. Wir haben den ersten Treffer gelandet. Hier wird schon überall angepinkt und im Chat geschrieben, dass ich nichts sehen kann. So ungefähr. Ja. Oh, da kommt Kaff. Und Elefanten. Elefanten? Oh, nein. Oh, warte, da schieße ich drauf. Apropos, ich kann jetzt auch drauf schießen, Freunde. Die sollen zu uns kommen. Die sollen schön da bleiben, Freunde. Schön da bleiben. Das ist rechts das Kaff und Hunde. Geh mal in nur Blütenphalanx hier. So, die Fehlungen sind alle da, sind versteckt. Ich hab richtig getroffen. Sehr schön. Ja, geil. Jetzt geht's los. Hunde voraus. Ja, ihr verteidigt das jetzt bitte, okay? Ja, ich komme ja hoch gerade für dich. Hinter euch müsst ihr nur aufpassen, dass da jetzt keiner durchkommt, ja? Ja, das. Geist, vielleicht deine Infanterie mal oder so? Ich schicke da jetzt gerade meine Soldaten hin. Oder Cordy, genau. Nee, alles gut. Und ich baue dann dort Fehlungen auf. Aber das Schöne ist, in diesem Feld sehen sie die Fehlungen nicht. Ich meine, sehen, ob sie dagegen rennen. Da kommt Kaff. Aber unsere Kaff. Oh, Hunde! Da kommen Hunde. Ja, ja. Und unsere Kaff. Aber wir haben Fehler, wir haben hier. Ja, oh, schön gegen die Fehler. Geil. Hauptsache hinter uns, da haben wir noch keine Fehler, ne? Ja, die kommen jetzt dahin, keine Sorge. Ah, scheiße, irgendjemand hat die Fehlung da vorne von mir zerstört.
Oh, das war leicht daneben, okay. Problem ist, ich treffe halt dann teilweise unsere Verbündeten. Muss ich mal ein bisschen aufpassen. Jungs, es gab mal eine Zeit, wo Phalanx Friendly Fire gemacht hat. Das ist nicht mehr so, oder? Nee, ist nicht mehr so. Unser Lager wird genauso wie die Fehlungen auch. Unser Lager hier. Oh, ja. Alter. Könnt ihr mal. Ja, okay, Cordium. Ja, die Fehlungen sind da. Konzentriert euer Feuer! Jetzt mal sehen, ob er reinkommt hier. So, ich hab mit der Artillerie hier ganz gut getroffen. Alter, bei unserem Feuer, Lager. Achtung, Gaius, unsere Infanterie. Wo? Eure Infanterie. Soll ich zum Support kommen? Ja, was machen wir denn jetzt? Oh mein Gott. Was war denn das denn? Das waren die Feuerbogenschützen wahrscheinlich. Ich komm durch, Leute. Wir kommen durch. Sehe ich kurz mit der Arte zurück, wenn es geht? Wusch. Geht, glaube ich, nicht mehr groß. So, die sind jetzt weg. Guckt euch das an. Die sind umzingelt. Oh, da kommen Elefanten. Schieß auf die Elefanten, ey. Nächst. Ja, ich schieß schon alles, was geht hier. Ich treffe nur gar nicht so viel. Oh, die brechen echt durch die Wände. Oh, die haben unser Lager gleich eingenommen. Eine Infanterie da hinten, Cordy vielleicht? Ja, ich mach's gerade. Ja, es ist gleich verloren. Was ist denn hier los, Mann? Feuerbeschuss. Oh Mann, das gibt's doch nicht. Oh mein Gott. Okay. Das war ja noch schlimmer als die Niederlagen davor. Wir werden ja noch schneller vor allem. Und ich war der Erste mit 2000 Punkten, das ist ja lächerlich. Oh mein Gott, ey, ist das traurig. Wenn man schon mit 2000 Punkten Erster ist, was ist denn da los? Dann hat es mit den Katapulten wohl nicht funktioniert. Ja, dann ist einfach, wir wurden einfach komplett überrannt, was ist denn? Wow, Alter. Ich bin jetzt exakt 2 Punkte vor Stufe 4. Ich habe gerade Silber verloren, ja. Ich habe Silber verloren. Okay. Echt jetzt? Ja. Oh nein. Okay. Oh nein. Ich glaube, das wäre jetzt mal der Zeitpunkt, um einfach mal kurz ein KI-Spiel gegen Tier 1 Nation zu machen. Ich glaube auch. Einfach nur fürs Ego. Was ist denn los, Alter? Okay, ich muss jetzt auch mal. Ich spiele jetzt am Minus. Holy shit. So, ich spiele jetzt mal Leonidas. Wollen wir abmoderieren oder? Nee, ja, wir machen die eine Schlacht mal noch. Gegen KI geht flott, ja. Warte, dann nehme ich vielleicht auch einfach mal jemand anderes. Ich habe halt nur Germanicus, glaube ich. Achso, nee, ich kann ja auch mal. Ich nehme einfach mal Barbaren. Arminius. Yeah. Wir haben 2 Arminius. Arminius, ja. Richtig. Stufe 2 und Stufe 1 Einheiten habe ich jetzt. Ja, ich habe auch Kavallerie habe ich auf 2, Infanterie noch auf 1. Hä, wieso können wir hier trotzdem gegen Menschen spielen? Ich dachte, das geht nicht. Bei mir wird das irgendwie angezeigt. Ja, komm. Lass doch probieren. Nee, geht nicht. Für Spiele also, gegen Menschen ist mindestens eine Einheit der Stufe 3 in ihrer. Ah, okay. Dann ist es bei Corny als Führer der Gruppe. Der muss es einschalten. Gut, dann gehe ich auf bereit. Was glaubt ihr ist besser? Nahkampfangriff oder Nahkampfschaden? Keine Ahnung. Ich glaube, Schaden ist Waffenschaden. Naja, ist doch klar, oder? Du bist für den Kaff halt. Ja, suchst du dir aus? Geh mal. Spielt jetzt beide Kaff? Auch was ich ganz anderes. Ja, zweimal Kaff und einmal habe ich Infanterie, aber das ist Stufe 1 Infanterie. Ja, ich habe auch zweimal Infanterie und einmal Kaff. Also, gute Mischung. Okay, gut. Ja, da gehe ich auf. Ich gehe auf Aufprallschaden. Auf Aufprallschaden. Okay. Aber und ich kann hier noch kurz verbessern, die Kraft. Das ist ganz gut. So. Zwar, jetzt habe ich mit 1400 XP-Punkte einen bemalten Körper gekauft. Ist dann geh mal auf bereit. Yes. Jetzt so. Geht's los. Ja, gegen die KI. Wir wurden so oft weggenutzt, jetzt müssen wir unser Ego ein bisschen pushen. Ja, was jetzt lächerlich wäre, wenn es uns die KI besiegen würde. Das wäre halt so richtig peinlich. Ja. Alter, dann müssen wir aufhören mit diesem Spiel. Also. Dann ist erstmal Pause für eine Woche. Im nächsten Video spiele ich wieder mit 3x Nahkampfeinheiten von Cäsar und dann läuft das wieder. Jungs, wenn wir jetzt verlieren, dann spielen wir Minecraft, okay? Ich habe nicht mal Minecraft. Dann spielen wir eben Garry's Mod. Ja, denn Garry's Mod kann man auch hart verlieren. Auch so. Hart verlieren. Das ist der einzige Nachteil, wenn man so niedrige Stufen hat, man spielt immer kapitolinische Hügel. Ja, das ist so langweilig. Das ist echt. So, wo wollen wir hin? Die kennt ja jetzt jeder schon in- und auswendig, die Map. Wir können durchs Zentrum gehen. Oder durch die Mitte. Ach komm, wir gehen auf 1 und 2. Dann gehe ich auf 3. 1 und 2, okay. Ich auf 3, dann kann Lord auf 4. Jo. Okay. Ruschen wir rechts durch. Ja, genau. Wir ruschen einfach, durch. Einfach zum Lager vorrücken, dass wir die Einnahmepunkte bekommen. Genau, wir ruschen durch. Das habe ich natürlich leider nicht Cäsar, sonst hätte ich den jetzt auf Stufe 4 bekommen. Hättest du auch immer spielen können. Ja, jetzt habe ich. Ich wollte mal die Kavallerie ausprobieren.
Der kann ich übrigens überhaupt nicht spielen, liebe Zuschauer. Also nicht wundern, wenn ich mit der Kavallerie nicht gut arbeite. Wie muss man denn mit Hubliken spielen? Das kann ja bestimmt einer von euch sagen. Ja, die Phalanx immer anmachen. Die ist extrem gut. Ne? Immer anmachen, gut. Ja. Hast du nicht schon die ganze Zeit als Leonidas gespielt? Ja, früher. Das ist aber ewig, ja. Als was hast du... Ach, du hast vorher als Germanicus jetzt gerade gespielt? Genau, oder die ganze Zeit als Germanicus. Ah, okay. Alles klar. Deine Phalanx ist halt fast unbesiegbar von frontal, ne? Auf jeden Fall. Gut, also Noobbox. Ja. Oh, das sind Fernkämpfer. Oh ne, okay. Das sind aber auch Schwertkämpfer. Oh, Schwertkämpfer. Ja, deswegen kann ich nicht reinreiten in der Kavallerie. Aber denk dran, das ist KI, ja, die. Der erste Treffer geht. Die ist dumm, ich weiß. Kann man sich das mal gönnen vielleicht. Oh, da kommt Kaff. Oh ja. Oh, schön die Speere. Viel Spaß. Wusch. So, ich bin einfach mal hier reingeritten. Oh! Oh! Oh, es ist gut. Das war gerade richtig cool. Einfach mal reinreiten mit der Kavallerie hier. Sehr schön. So gefällt mir das. Werde ich aber verfolgt. Reite hier einfach mal durch. Oh ja, ich mach Punkte. So, jetzt greife ich hier mal an. Oh Lord! Oh! Oh ja! Oh ja! Oh! So heftiger Schlag kann man hier machen. Sehr cool, okay. Wie sieht's mit Erschöpfung aus eigentlich bei der Phalanx? Kenn ich mich nicht mit aus. Leider, leider. Du unterstützt mich hier mal mit meinen Nahkampftruppen, die sind nicht so gut gegen Römer. Warten. So, jetzt habe ich hier zweimal Kavallerie. Aber hier sind Schwerträger, die können mich die ganze Zeit verfolgen irgendwie. Mögen mich. Jetzt. Jetzt kann ich vielleicht mal den Rücken von jemandem hier reiten. Schlag sie nieder! Husch. Ach, das ist schön. Oh, Teambeschuss. Oh, da kommt noch mehr Kaff. Ach, das ist schon mal was, nice. Von hinten kommt. Yes, er ist weg. Jawohl, da ist er weg. Und einfach durch hier. Lord ist einfach so alleine, lass ihn mit seinen Schwertkämpfern. Ja, ich kämpfe auch gerade noch alleine mit den Barbaren irgendwie halt. Einfach ins Lager rennen. Ja. Aber die haben im Lager immer Verteidiger. Die KI macht das immer so. Ja, ist ja nicht schlimm. Ich habe ja auch Blüten. So vorhersehbar. Oh, Fernkämpfer. Die sind für mich. Die sind für mich. Schnappst du dir. Ja. Kavallerie Ansturm. Jetzt. Wir werden angegriffen. So. Gibt's da irgendwo Fernkämpfer hier? Jetzt muss ich mich zurückziehen. Rückzug. Ich hoffe, die können sich noch zurückziehen. War eine knappe Angelegenheit. Oh, Fernkämpfer. Oh. Ah, ganz wenige nur. Egal. Kannst du mal gegen die Fernkämpfer vorgehen? Ich? Ja, genau. Ja, die sind halt gut gedeckt, so, ne? Oh, da kommen römische Schwertkämpfer, das ist nicht gut. Oh shit, falsche Taste gedrückt, fuck. So, wir. Es gibt doch nicht, dass wir hier Lord, dass wir die immer noch besiegt haben, jetzt aber gleich. Ja, ja. Jetzt, jetzt können wir auch vorrücken. Los, rauf da! Warte, hier ist eine Lücke, da probiere ich jetzt mal hier auf die Ferkel. Es sind leider lauter Speerträger, gegen die kann ich mit der Kavallerie leider nichts machen. Ja. Moral ist auch nicht zu niedrig hier. Ich glaube, aber eine Lücke hier, da gehen wir jetzt durch. Wusch! Versammeln, Jungs. Boah, wie die hier vernichtet werden. Ja, super, danke, Lord. Bisschen gegen die Hauswand gerannt, aber. Ja, kann ich nicht. Machen viele Leute gerne, habe ich gehört. Ja. So, jetzt kommen hier auch nochmal meine Schwertkämpfer. Wir dürfen jetzt hier gleich mit Schwung reinlaufen. In den Feind. Los, alle rauf da.
So richtig Schwung war das aber nicht. Na gut. Ups, falsch Taste. Zu vorne. Immer drauf. So. Im Lauftritt. So kriegt man Punkte. So, jetzt bin ich einfach mal hinten mal reingeritten. Sollte auch reichen. Machen wir hier den heftigen Schlag. Er wird drängen. Also das ist nur Beschleunigung, das bringt nicht viel. Sehr cool, dass die Speerkämpfer hier neben meiner Kavallerie stehen und mich nicht angreifen. Auch geil. So, heftiger Schlag. Komplett vernichtet. Oh, umzingelt. Ja. Macht sie fertig. Guck mal, da bist du weiblich. Cornelia ist da. Aber die vernichte ich jetzt. Ha! Los, weg mit denen. Zu Boden. Husch. Perfekt. Jetzt rüber hier mit euch. Jetzt hagelt's gleich Punkte, Leute. Eroberungspunkte. Lass die KI mal in Ruhe, dann können wir noch in Ruhe erobern. Ach, schade. Aber ich glaube, du bist Platz 1. Ich habe gerade drauf geschaut, Corny. Ja. Oh ja, cool. Bam. Ja, Ader, guck, die Phalanx war vorhin die ganze Zeit Platz 1. Ich hab mich nochmal überholt hier. Ja, wahrscheinlich, weil ich zum Schluss nochmal ins Capture Point reingegangen bin. Ich war eigentlich die ganze Zeit mit der Kavallerie im Capture Point. Hat nicht gereicht. Ich hab einen ungefähr 2 Minuten vorher nochmal reingeschmissen, einen Trupp. Also mit Arminius bin ich auf jeden Fall mal ein kleines Stück vorangekommen bei Stufe 2. Oh, 234 EP, das fühlt sich schön an. Und 4400 Punkte hatte ich, Platz 2, finde ich auch. Und 9500 Silber. Mal sehen, was man jetzt alles so mit diesen Erfahrungen hier anstellen kann. Jo, wir sind 1, 2 und 3, perfekt. So will man das doch. So, ja, 3. Schöne Schlachten, 2 davon richtig starke Niederlagen. Ich habe ja jetzt schon fast die Tier 2 Einheiten von denen. Liebe Zuschauer. Leonidas fertig, ey. Ja, das war's dann wohl für heute, wa? Würde ich auch sagen. Und ja. So, schreibt eure Meinung in die Kommentare. Denkt daran, auch alle unsere Kanäle abzuchecken. Und auf jeden Fall ein Abo dalassen, ein Liken und jedes Video grundsätzlich von Anfang bis Ende schauen, ja? Perfekt. Okay? Genauso müsst ihr das machen. Muss es gemacht werden. In dem Sinne, ciao, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Gut.